ist die Mannschaft und von Borussia Dortmund. Da sind wir also im Signal Iduna Park zu Gast zum Revierderby am zweiten Spieltag der Saison 14-15. Schalke gegen Dortmund oder umgekehrt, wie man es will. Ich glaube, ich habe vergessen, die Aufgabe wieder einzustellen, sodass ein Hund oder wieder freischießen wird. Aber das können wir dann im Nachhinein immer noch ändern. Das machen wir jetzt gleich. Das lässt mir keine Ruhe. Aufgaben. Freischuss aufs Tor, genau. Da ist Hund schon wieder eingestellt. Haben natürlich im Nachhinein vergessen zu lösen. Isco ist natürlich der Mann für die Standardsituation beim FC Schalke 04. Wir spielen mit der gleichen Startelf. Niklas Bendtner zum ersten Mal im Kader. Zusammen mit Hofmann auf der Bank. Erstmal Götze für die Dortmunder am Ball. Draxler, klasse dazwischen gerät. Huntelaar, Schein ist noch wieder schneller dran. Und das Papadopoulos. Zusammen mit Kirchhoff Bild L die neue Innenverteidigung. Bei uns nicht Steve Fries und auch nicht Benedikt Höwedes, der erst den Kapitänsbindel verloren hat bei uns und dann auch noch den Stammplatz, der gute Benny. Ja, das wird wieder bei ihm. Götze, Huntelaar, gut gelöst. Draxler kommt ihm entgegen, nochmal Götze. Renato Lewandowski setzt sich durch, nochmal Renato davor geblockt, nochmal Lewandowski. Moritz Leitner, schießt mal. Kein Problem für Arthur Mourage. Ja, die letzten beiden Spiele hier in Dortmund kommen wir mit 1-0 gewinnen. Ne, Quatsch, das letzte Spiel hier in Dortmund haben wir 1-0 verloren. War ja Blödsinn. Zu Hause kommen wir beides. Also 3 der 4 Spiele konnten wir gewinnen. Oh, gute Flanke von Huntelaar auf Fossen. Doch ein bisschen steil. Nee. Schade, dachte, sie kommt durch. Jetzt Boateng bringt den Ball ab. Ehemaliger Dortmunder. Fossen. Fossen, das ist Renato. Renato wollte Huntelaar schicken. Nochmal Boateng, nochmal Renato. Und Schein fault. Jawohl, geht Freistoß. Er schien schon wieder mal mit dem Dortmund-Trikot. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber jetzt Freistoß. Das ist der neue Mann. Isco, 20 Millionen Zugang von Malaga an den Pfosten. Klasse Freistoß nochmal. Huntelaar. Huntelaar. Die Pfosten. Da ist es. 1-0 Schalke in Dortmund. Jelle Pfosten. Ich habe ja gesagt, der hat in dem 3D-Spiel immer gute Spiele gemacht. Hier macht das klasse. Vorarbeit von Kapitän Huntelaar auch gut. Aber der Freistoß von Isco, das war ja mal ein Pfund an den linken Außenpfosten. Und da ist die frühe Führung für Schalke nach knapp 20 Minuten. Sofort BVB-Schlachtruf im Iduna Park. Lewandowski, Huntelaar holt sich den Ball. Arbeitet weit mal hinten mit. Der Kapitän geht weite Wege, der 31-Jährige. Böttner. Da ist er wieder, Huntelaar. Setzt sich den Leitner durch. Augusto. Da haben wir Draxler. Draxler mit der Flanke. Seitenwechsel her mit Isco. Hummels vor ihm am Ball. Vor dem Spanier. Leitner vor Bord. Häng am Ball, Lewandowski. Das erste Tor der Saison ist erzielt durch Jelle Pfosten. Das gibt natürlich Punkte für ihn. Götze auf Lewandowski. Oh, Lewandowski setzt sich durch den Boateng. Und Borasch mit einer ersten guten Parade. Klasse gelöst. Und Boateng klärt. Und das richtig gut sogar. Auf Draxler kriegt den Ball leider nicht. Schade. Einwurf Borussia Dortmund. Castro. Götze. Wieder Castro. Lösen sich gut raus da. Nicht ganz so. Leitner. Lewandowski. Lässt sich von Lewandowski verarschen. Und wieder mal trifft Lewandowski in einem Spiel gegen uns. Der ist Aluminium. Wie so oft schon. Jetzt langer Ball auf Jelle Pfosten. Ne, jetzt ist auf der rechten Seite. Jelle Pfosten mit der Flanke. Huntelaar kommt nicht gerade, aber Draxler. Draxler wird gelegt. Kein Elfmeter. Ball gespielt von Subotic. So der Schiedsrichter. Das war eine ganz kritische Szene eben. Kirchhoff haut den Ball nochmal nach vorne. Renato. Fossen. Oh nee, das war nicht gut der Pass. Aber Draxler kommt ran. Draxler. Jetzt wird er gefoult. Jetzt gibt's den Elfmeter. Wieder Castro mit der Grätsche. Nee, diesmal nicht wieder Castro, aber Castro diesmal mit der Grätsche gegen Draxler. Und diesmal gibt's den Elfmeter. Klasse, Huntelaar, der Kapitän, mit die Verantwortung tritt an. Ja! Huntelaar zum 2-0.
Es fällt mal mehr als ein Tor im Derby, im Let's Play. Und das ist verdient. Na gut, das sage ich eigentlich fast immer nach Toren, aber Dortmund darf sich darüber nicht beschweren. Lewandowski hat jetzt mal die Riesenchance zum Ausgleich. Aber wir machen das 2-0. Das erste, glaube ich, war schon fast ein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob Subotic da wirklich den Ball spielte. Vielleicht Ball und Mann. Oh, klasse Pass auf Fossen. Spielt nochmal zurück. Nochmal Fossen. Renato! 3-0! Borussia Dortmund wird auseinandergenommen. Klasse nachgesetzt von Jelle Fossen und Renato Augusto. Macht das eiskalt aus Elfmetern. Verwandelt auch er. Jetzt kommt die wahre Stärke des Champions League-Siegers. Am ersten Spiel, da haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Heute sind sie genutzt worden. Klasse Partie bislang. Beide Stürmer mit dem Tor. Fossen ganz stark. Eins auf vorbereitet, eins selbst gemacht. Lass uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Spielergespräche, Moral, klasse Reaktion. Der hat uns vor dem Rückstand bewahrt. Das sind also vor dem Ausgleich. Fossen super, eins erfolgreich, eins gemacht. Huntelaar motivieren ein bisschen als Kapitän nochmal. Isco motivieren will, Renato motivieren will. Klasse Leistung in unserer Mannschaft, muss man hier ganz ehrlich sagen. Boateng. Fossen. Also das sind am zweiten Spieltag spielen wir gleich Sonnenfeuerwerk hier ab in Signal Iduna Park. Die letzten darf sich der Assi aussuchen, wie immer. Unser guter Seppo Eichkorn. Und Alexander Büttner bekommt die dritte Massage. Und jetzt geht's los. Anschluss des zweiten Halbzeit 3-0. Steht schon für den FC Schalke 04. Boateng mit dem langen Ball auf Draxler. Nee, da kommt keiner ran. Matthias Ginter kommt rein bei Dortmund. Und jetzt auch wir bereiten mal gleich einen Wechsel vor. Wir schonen mal Uschi und bringen Benny Hövedes. Mal sehen, wie sich Benny da wieder auf der Rechtsverteidigerposition einfügt. Ich will den Vorschlag vom guten Sphinx Milo mal annehmen. Und Benny als Rechtsverteidiger bringen. Mal schauen, was er da so macht. Also, Uschi durfte noch mal kurz ran in der zweiten Halbzeit. Dann hat sich Benny ordentlich warm gemacht, dass er sich darauf einstellen konnte. Jetzt Huntelaar. Ah, findet den Ball. Leitner, Boateng. Super. Und das so Frustfoul quasi von Robert Lewandowski an Kevin Prince Boateng. Gibt keine Karte allerdings für den Dortmunder. Freistoß Papadopoulos. Und Leitner kommt aber ran. Viel zu kurz geschlagen. Götze. Lewandowski. Jetzt ist er durch. Robert Lewandowski mit Tempo. Spielt den Ball rüber auf zu Marco Reus. Und der macht das ganz falsch. Aber ja, das ist vorbei für Dortmund. Das war ganz falsch gespielt von den Dortmundern. Huntelaar. Kommt an Subotic nicht vorbei. Sahin. Götze. Reus. Castro. Büttner. Und holt den Einwurf für Schalke. Wir wechseln nochmal aus. Für Jelle Fossen kommt jetzt Philipp Hofmann rein. Noch nicht Niklas Bendtner. Philipp Hofmann hat es erstmal verdient. Hofmann, der gerade mal knapp ein paar Tage drin. Bendtner meine ich. Knapp ein paar Tage war im FC Schalke 04 angekommen. Weiß ich genau, ob ich ihn heute noch bringen werde. Werde ich mir ganz spontan überlegen, jetzt nachher gleich. Oder ob wir einen Mittelfeldspieler bringen. Bendtner. Büttner. Und Rax erklärt erstmal zum Einwurf. Und jetzt sind die Schalker zu hören. Leitner. Büttner grätschen den Ball ab. Nee, es gibt doch Freistoß jetzt. Und Büttner sammelt gerne Karten. Sieht schon wieder gelb hier heute. Zweite gelbe Karte im zweiten Spiel. Was ist mit Alexander Büttner bloß los? War das sonst nicht so ruppig in den Zweikämpfen? Freistoß. Borussia Dortmund. Nuri Sahin dürfte das sein. Sahin. Moraes mit den Fäusten da. Ginter. Hofmann, klasse geholt den Ball. Hofmann gut weitergespielt auf Huntelaar. Jetzt ist ganz viel Platz da. Huntelaar ist quasi durch, wird nicht angegriffen. Jetzt nochmal rechts raus auf Isco. In der Mitte kommt wieder Hofmann. Isco. Schlechter Ball von Isco, vom Spanier. Wir bereiten den letzten Wechsel vor. Für. Oh, Hövel ist mit der 6 zurzeit. Na gut, der war noch gar nicht am Ball, richtig. Für Renato Augusto kommt heute. Ja, Christian Clemens. Aber, Dings haben wir heute nicht mitgenommen. Clemens wieder also rein. Goretzka haben wir heute ja nicht mitgenommen, stimmt ja. Reus. Augusto. Isco holt sich den Ball gut zurück. Hofmann, klasse Pass auf Huntelaar. Ist er schneller als Subotic? Abseits gepfiffen. Schauen wir nochmal nach. Ja, doch. Huntelaar, der Kapitän im Abseits. Und jetzt noch 17 Minuten. Also der Wechsel, da ist er.
Christian Clemens, der holländische Meister, der holländische Meister von Twente Enschede. Lewandowski gegen Draxler, setzt sich durch, Clemens kann sich gegen Castro nicht durchsetzen, Castro, Lewandowski, da ist das 1-3. Steht er ganz frei, Boateng ist da abgerückt, weiß nicht, wer da sonst für zuständig war für den Spieler da. Schmelzer raus, Julian Koch rein bei Dortmund. Das war unnötig, der Treffer. Hofmann, Clemens, gut gelöst, Clemens. Und da verpasst den Ball, Hofmann ebenfalls. Abgeblockt und Büttner hat den Ball. Clemens. Huntela. Ah, zu ungenau gespielt von Huntela. Großkreuz. Lewandowski. Nochmal Großkreuz, nochmal Lewandowski. Und da ist Koch. Großkreuz. Clemens, Klachtig kommt voran. Kirchhoff klärt, sehr schön. Und Handspiel gepfiffen. Vom Dortmunder Castro. Okay, Freistoß Schalke. Wir müssen das nur einfach sicher runterschaukeln hier. Huntela kommt nicht an den Kopfball ran, schade. Und Lewandowski nochmal. Na, da muss Hövedes ran. Großkreuz, Hövedes stark. Sehr gut gelöst von Benny, jawohl. Und gut hinten rausgespielt, Isco. Isco macht das gut. Boateng. Geht nochmal Hofmann, Hofmann gegen Hummels. Hofmann spielt aber Huntela, nochmal Hofmann. Nochmal Hofmann gegen Hummels, schwingt einen Schuss zustande, aber... Na doch, wird noch abgefälscht von Mats Hummels. Gibt frei Eckstoß für Schalke nochmal in der 88. Minute. Isco wird das machen. Der spanische Neuzugang. Isco kommt gut. Die dreht sich fein, aber Weinfeller hat den Ball. Ganz sicher. Langer Abschlag Roman Weinfeller. Und Anschluss. Schalke holt den Derby-Sieg und auch den ersten Saisonsieg. Klasse Leistung von unserer Mannschaft. Haben sie richtig gut gelöst hier. Vor allem die erste Halbzeit. Blitzschnell die Chancen genutzt. Die Tore sehen wir uns gleich nochmal an. Und dann sehen wir uns, dann hören wir uns gleich wieder in der Nachbetrachtung. Jo Leute, da haben wir also den ersten Saisonsieg geholt. 3-1 in Dortmund gewonnen. 13-0 stand schon zur Pause. Also wir haben die Dortmunder auseinandergenommen in der ersten Halbzeit. So kann man es ganz einfach sagen. Alle drei Offensivkräfte haben getroffen. Augusto, Fossen und Huntela. Wobei sich Huntela und Fossen die Tore noch gegenseitig aufgelegt haben. Nee, nicht ganz. Fossen legte für Augusto auf. Fossen gucken wir auf die Leistung auch. Auf die Stärke. Hat er sich ein bisschen verstärkt? Jawohl, hat er. Niklas Bentner muss auf sein Bundesliga-Debüt warten. Hat heute noch nicht gespielt. Philipp Hofmann aber auch mit einer guten Leistung bemüht. Hat er sich. Auf jeden Fall ein gutes Talent. Christian Clemens auch mit einer guten Leistung. Alle Einwechselspieler haben also recht gute Leistung gezeigt. Auch Benny Hövedes hat er sich noch gut abgedrängt danachher. Ansonsten super Leistung. Arthur Morage auch wieder im Tor. Klasse gehalten. Alexander Büttner macht mir so ein bisschen Sorgen. Mit seiner gelben Karten hier. Zweite gelbe im zweiten Spiel. Wird er hier noch zum Gelbsünder oder was? Das ist das Einzige, was er macht hier. Gelbe Karten sammeln. Statistiken, schauen wir mal rein. Der Sieg sehen wir auch hier. Na gut, Chancen. Gut, so in Ordnung, so klar verdient war der nur auch nicht, muss man natürlich sagen. Aber trotzdem ein souveräner und wichtiger Sieg für die Moral, um die Saison zu starten. Ein recht guter Start, also mit einem Unentschieden und einem Sieg. Jetzt geht's im nächsten Spiel zu Hause gegen Köln, wo wir das erste Mal ein kleines bisschen rotieren werden. Spielerstatistik schauen wir rein. Oh, gleich drei Bremer, zwei Wolfsburger drin. Junosovic, Hand. Gucken wir auf die Ergebnisse. Was ist denn da passiert? Stuttgart schlägt erstmal Frankfurt 3-1. Hannover schlägt Freiburg 3-0. Gladbach, Leverkusen 1-1. Bremen schlägt Fürth 3-0. Wolfsburg schlägt Bayern 4-1. Überraschung. Hoffenheim Mainz 1-1. Oh Mann, das hat sich ja richtig gereimt. Lautern gegen Nürnberg 0-1. Und Köln, da liegt im HSV mit 0-1. Schauen wir uns die Spieltagsstatistik, da waren wir glaube ich schon drin. Teamleistung, ja, die war heute eigentlich war die noch besser als letzte Woche, finde ich. Wir haben richtig guten Fußball gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Gut, zweite Halbzeit, die ging ein bisschen ein.
Aber ansonsten war das doch eine gute Leistung von unserer Mannschaft heute. Oder was sagt ihr, Leute? Also, es geht gegen den Aufsteiger aus Köln heute am dritten Spieltag zu Hause. Auch das ist natürlich wieder ein Siegpflicht. Unsere zweite Mannschaft verliert gegen Speldorf 2-1. Das gibt's ja gar nicht. Mann, die sollen oben den Aufstieg mitspielen und nicht... Ach, Mann, das gibt's ja gar nicht. So, warum ist der jetzt so ein bisschen langsamer hier, der FM heute? Das ist ein bisschen komisch. Aber was soll's? Ah, jetzt steigt's natürlich wieder. Jawohl, wir sind wieder im grünen Bereich. Sehr schön. Schalke, wir leben dich, ja. Natürlich ein schönes Ding. Holger Stanislaski, immer noch Coach bei Köln. Hat sich also zurück in die erste Liga geführt. So, in 53 Tagen ist das Jugendcamp in Rostock fertig. Also, 1,5 Monate noch. Oder knapp 2 noch. Hinweis auf Sonderprämie für Einsätze. Asamoah kann er gut gerade haben. Schauen wir mal nach. Beste Mann war da Linnemann. Keine Tore diesmal. Wer hat das Tor gemacht bei uns? Gerald Asamoah wieder mal. Wie viele Tore hat er denn jetzt schon gemacht in der zweiten Mannschaft? 11 Tore in 24 Spielen. Meine Güte, der Asa, der haut nochmal ordentlich einen raus. Max Zittke mit der Torvorlage. Der macht sie auch ganz gut bislang. So, riskante Ansprache war erfolgreich. Sehr schön, Scouting abgeschlossen. Haben wir bald die nächste Managerstufe erreicht, was? So. Ja. Also, das sieht doch recht gut aus. Der Saisonstart ist geglückt. Auch die Mannschaft findet sich. Das ist schön. Das freut mich für die Mannschaft, dass sie sich findet. Sebastian Härtner wird seinen Einsatz bekommen auf der Linksverteidigerposition im nächsten Spiel. Genauso wie auch Hövedes auf der Rechtsverteidigerposition. Obwohl, das nicht ganz. Na, mal schauen. Überlegen wir uns noch. Erstmal werden wir in der nächsten Folge die Woche angehen. Heute war es das erstmal. Wir haben einen Derby-Sieg zu feiern, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.